Einen wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur Lösung unserer achten Coding Challenge. Heute geht es um dieses wunderbare Beispiel hier und zwar, wir haben eine Foursome Challenge sozusagen. Und ja, wir wollen natürlich hier jetzt die vier Zahlen rausfinden, die möglichst kleine Indizes haben und zusammen aufsummiert diese Zahl ergeben. Gut, und was wir machen wollen ist, wir wollen das Ganze in Python wieder mal schreiben, das heißt, wir wechseln einfach mal ganz kurz hier rüber. Die Challenges laufen natürlich lokal noch bei mir rum. Und ja, wir wollen, also ich habe jetzt schon mal diese Benchmark 8 genommen. Ich nehme jetzt einfach auch mal diese Lösung von unserer letzten Challenge, weil die ja quasi, oder upsala, fast dasselbe war. Das war die falsche Taste. Die wollte ich nicht. Ich habe so einen super smarten Hotkey auf meiner Tastatur, der allerdings da ist, wo Steuerung normalerweise ist. Und dann Steuerung Shift sendet, damit man durch Tabs zum Beispiel durchscrollen kann und so weiter und so fort. Und da drücke ich immer mal wieder gerne drauf. Okay, aber ja, was wir hier machen wollen, ist im Endeffekt genau das hier. Vielleicht nur 100 Mal letztes Mal, was 1000 Mal ausgeführt hat. Ewigkeit gedauert. Ah, habe ich schon wieder ausgelöscht. Hat eine Ewigkeit gedauert. Und ja, dieses Mal wollen wir es nur 100 Mal ausführen, weil diese Challenge rechnet sogar auf dem Server richtig, richtig lang. Also wollte ich mal nur so anmerken. Wenn ihr euch da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, weil das Ganze so ewig dauert, dann tut es mir leid. Liegt einfach daran, dass diese Challenge so rechenaufwendig auch auf der Serverseite ist. Okay, so, was wir hier haben ist erstmal schon mal ganz gut. Wir haben die To-Sum-Lösung sozusagen und ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen hier ergänzen, sodass wir auch noch eine For-Sum-Lösung haben. Das Ganze läuft in O von n hoch k minus 1. Wenn wir fertig sind. Aktuell läuft es doch in O von N hoch K. K ist hier, Achtung, nicht dieses K, also K ist nicht das K aus der Aufgabe, sondern eben die Anzahl hier, also in unserem Fall 4. Also wir könnten jetzt auch eine 6 oder 7 Sum laufen lassen und dann würden wir es auch in O von 6 oder 7, O von N hoch 6 oder 7, also N ist die Länge der Liste, hinkriegen. Aber wir wollen hier noch einen Faktor reduzieren, das wollen wir uns dann nachher angucken. Aber die naive Lösung ist erstmal hier, das ganze Ding einfach zu erweitern. Das heißt, ja, wir haben hier im Endeffekt schon die Liste ausgelesen und so weiter und so fort. Ist ja ganz schön. Wir erweitern das Ganze allerdings jetzt noch ein bisschen und zwar um I, J, K, ups, K und L. Und dann sagen wir hier, wenn I plus J plus K plus L gleich, ah verdammt, K darf ich vielleicht nicht verwenden. Dann nehmen wir H. Wenn das gleich K ist, dann wollen wir zurückgeben die Liste mit dem Index hier H und hier L. So, wunderbar. Das ist eigentlich auch schon die billige Lösung in Anführungsstrichen. Oh, wir haben das Ganze hier noch nicht umbenannt. Oder ich habe das Ganze noch nicht umbenannt. Ich blame immer euch dafür, wenn ich irgendwas falsch mache. Aber dabei ist es eigentlich nur meine Schuld. So, genau. Und jetzt führen wir das einfach mal kurz aus. Also das wird eine halbe Ewigkeit dauern, ne? Nicht mal, okay. So, ich habe euch mal kurz pausiert. Und zwar, ja, wir haben im Endeffekt, ich habe das Ganze übrigens nochmal runtergestellt. 10 Mal habe ich das Ganze ausgeführt. Gewisse Zeit rechnet und dann rechnet es nochmal hier bei uns ein Stückchen und ja, das ist alles ganz schön zeitaufwendig, nenne ich es jetzt einfach mal und das wollte ich mir einfach mal kurz, beziehungsweise euch mehr oder weniger kurz ersparen, aber ja, es ist, wie es ist und so, ja, so ist das Ganze eigentlich. Wir brauchen hier 0,19, übrigens, wir berechnen hier immer den, wir berechnen immer den Index hier unten erst. Das haben wir letztes Mal schon ausprobiert, was da der Unterschied ist in der Performance. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, was für euch schneller ist und was nicht schneller ist. Genau. So, jetzt haben wir hier allerdings eine mehr oder weniger ineffiziente Brute-Force-Lösung so ein bisschen. Und wir wollen uns noch ganz kurz angucken, was hier eigentlich passiert. Übrigens, einmal hier Error. Ich nehme an, dass hier einfach der Server mal kurz nicht mehr klarkam. Das war bei euch, soweit ich weiß, in der Challenge an sich auch so, dass ihr hier Probleme mit dem Server ein bisschen hattet, weil der einfach viel zu krass ist. Oder viel zu krass ausgelastet ist, weil er das natürlich auch berechnen muss. Und ihr seht, das Ganze ist eine mehr oder weniger intensive Rechenaufgabe, da er sich ja auch noch zusätzlich die Zahlen erstmal generieren muss und alles. Aber gut, ja, wir wollen das Ganze ein bisschen effizienter machen. Das heißt, wir sind so unglücklich. Und was wir stattdessen machen ist,
Ja, also wir sehen hier, das Ganze läuft in O, also wir benutzen jetzt die O-Notation, O von n hoch 4. Warum n hoch 4? Naja, wir laufen erstmal komplett durch die Liste durch. Also die Liste hat Länge n, nehmen wir jetzt einfach mal an. N ist die Länge der Liste immer. Und das heißt, wir laufen einmal durch die Liste durch. Und zwar für jedes Mal, wo wir hier durch die Liste durchlaufen, das heißt O von n Quadrat, wir laufen sozusagen, für jedes Mal, wo wir durch die Liste durchlaufen, laufen wir durch die Liste durch. Für jedes Mal, wo wir durch die Liste, und da sind wir bei O von n hoch 4, O von n hoch 3 ist es hier, O von n hoch 4 ist es dann hier oben. Also quasi jede Vorschleife ist ein n-Faktor hier. Wenn man einmal durchläuft, hat man O von n. Genau. So, und ja, das wollen wir jetzt natürlich optimieren. Wir wollen das Ganze um eine Potenz reduzieren, das heißt am Ende nur noch O von n hoch 3 verwenden. Und dazu müssen wir das Ganze ein bisschen umschreiben hier. Ich werde das hier mal auskommentieren. So, okay. Jetzt, was wir hier machen müssen, ist, wir wollen erstmal das Ganze sortieren. Das heißt, wir nehmen erstmal unsere Liste, ist gleich sorted, von Liste. So, das Ganze läuft schon mal in O von n log n. Ja, das ist okay, weil wir haben hier, wir arbeiten mit Faktoren wie n hoch 4, das ist furchtbar. Das heißt, n log n ist für uns absolut kein Problem. Und ja, dann wollen wir hier das Ganze ein bisschen anders gestalten. Das heißt, wir schreiben hier for i in range, wir arbeiten jetzt auf den Indizes direkt sozusagen, len von Liste, Achtung, wir ziehen hier noch was ab, und zwar wir ziehen minus 3 ab, ja, das passt, so, wenn jetzt, Achtung, unser i muss jetzt erstmal größer als 0 sein, beziehungsweise es muss eigentlich nur ungleich 0 sein, wobei negativ geht auch nicht, also sagen wir hier, wenn es größer als 0 ist, Und jetzt kommt der Grund, warum es größer als 0 sein muss. Wenn jetzt hier Liste von i gleich ist wie Liste von i minus 1, deswegen muss es hier größer als 0 sein. Wenn das der Fall ist, dann können wir 1 weitermachen, also sozusagen diesen Fall hier überspringen. Weil dann haben wir das ja schon überprüft hier. Wenn wir hier i minus 1 schon überprüft haben, brauchen wir es nicht nochmal machen. Das heißt, wir sparen uns hier noch ein bisschen Laufzeit. Dann sagen wir for j gleich i plus 1. Das heißt, hier fangen wir sozusagen eins weiter hinten an. In range i plus 1. Und da fangen wir an sozusagen bis hin zu der Länge der Liste. Also man kann ja bei range auch angeben, wo man anfangen möchte und wo man sozusagen aufhören möchte. Und wir wollen aufhören bei der Länge der Liste minus 2. Und auch hier können wir wieder das Ganze unterbrechen, falls if j ungleich i plus 1 und jetzt kommt der Grund, warum das so sein muss, die Liste von j gleiches wie Liste von j minus 1. Dann können wir das Ganze überspringen. Ansonsten so, und jetzt kommt die eigentliche Berechnung. Hier sagen wir k erstmal, definieren wir als j plus 1. Und das ist jetzt sozusagen unsere letzte Schleifenvariable, die wir hier brauchen. Ah, halt, stopp, k kann ich nicht nehmen. Wir nehmen hier wieder h. Das ist immer so irgendwie das Problem, dass ich hier mit k hier meinen Task gekennzeichnet habe, wobei ich meine Schleifenvariablen gern bei i anfange und dann einfach alphabetisch durchgehe. Aber okay, also h ist j plus 1 und l definieren wir unseren letzten Index jetzt tatsächlich als die Länge der Liste minus 1. So, jetzt brauchen wir noch eine Schleife, dann haben wir unser O von n hoch 3, weil wir hier sozusagen dreimal, grob dreimal über die Liste drüber iterieren müssen. Quatsch, was mache ich denn? Weil k kleiner l, jetzt spreche ich l schon Englisch aus, oh mein Gott. Solange das kleiner ist als l, wollen wir was überprüfen. Und zwar, jetzt können wir sozusagen mit unseren Indizes hier, ich habe schon wieder k genannt. Wir können hier mit unseren Indizes
hin und her laufen. Und zwar verkleinern wir L immer, wenn unsere Summe zu groß ist. Denn dann laufen wir einfach zurück. Das Ding ist, wir haben hier ja unsere Liste sortiert. Ah, ich kann das nicht Liste nennen. Verdammt. Liste sorted. Ich kann es nicht Liste nennen, weil wir nachher noch die Indizes brauchen. Deswegen muss ich das mal ganz kurz hier ersetzen. So. Wir laufen mit, also wir haben jetzt hier diese sortierte Variante von unserer Liste. Das ist das Tolle dran. Denn jetzt können wir einfach sagen, hey, wir laufen einfach von ganz groß. Das heißt, L ist erstmal unsere größte Zahl. Laufen wir in Richtung kleiner. Und bei H machen wir genau das Gegenteil. Wir laufen in Richtung größer. Und das machen wir für jedes mögliche I und für jedes mögliche J sozusagen. Also für jedes sinnvolle J. Und dadurch können wir hier auch eben diese Überprüfung reinhauen. Wenn die beiden Zahlen nämlich gleich sind, haben wir einfach zweimal dieselbe Zahl zur Verfügung. Sprich, wir brauchen nicht nochmal durchlaufen. Und dadurch, dass wir sortiert haben, sind die gleich großen Zahlen auch wirklich nebeneinander. Das heißt, wir sparen uns hier auch wirklich einen wertvollen Betrag sozusagen. Also es kommt auch wirklich was bei raus, wenn dasselbe Element drin ist. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier die Überprüfung durchführen. Das heißt, wenn wir hier die Liste sortet, das habe ich zum Glück noch im Zwischenspeicher, von I plus Liste sortet von J plus Liste sortet von H plus Liste sortet von L. Wenn das jetzt kleiner ist als unser K, was ja unsere Zahl ist, die wir haben wollen, dann machen wir Folgendes. Wir vergrößern H um 1. H plus gleich 1. So. Und ja, jetzt machen wir dasselbe im Endeffekt noch mit, das kann ich jetzt hier eigentlich mal kopieren. Wenn jetzt, also wir haben jetzt H vergrößert, falls unsere Summe kleiner ist als das, was wir haben wollen, dann brauchen wir logischerweise größere Zahlen. Sprich, wir können H vergrößern. Wenn es jetzt allerdings andersrum ist, dass unsere Summe zu groß ist, dann verkleinern wir eben unsere größte Zahl, sprich unser L. Perfekt. Und so nähern sich die beiden Zahlen sozusagen einfach an. Ich muss hier allerdings ein Minus einsetzen. Und so nähern sich unsere beiden Zahlen H und L an. Und irgendwann haben wir hoffentlich mal die Variante, dass, also wir gehen sowieso nur, solange H kleiner ist als L. Wenn die irgendwann mal gleich groß sind, können wir eigentlich aufgeben. Und ja, dann überspringen wir sozusagen diesen Zustand hier und vergrößern J um 1. Und dann probieren wir das Ganze wieder und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn die gleich groß sind, also die ersten beiden Fälle haben wir jetzt hier abgefangen. Und wenn die gleich groß sind, dann landen wir hier im Else-Fall. Dann haben wir unsere Lösung gefunden. Sprich, wir können eigentlich schon zurückgeben, was wir haben wollen. Und zwar ist dann unsere Solution gleich. Ach so, ja, jetzt natürlich ein Spezialfall von uns. Wir brauchen hier die Lösung mit dem kleinsten Indizes. Das würde ich jetzt tatsächlich mal euch überlassen, das nochmal hier sozusagen für die Lösung der kleinsten Indizes zu übernehmen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auch noch was verbessern an dieser Lösung. Wir nehmen jetzt einfach diese Lösung als gegeben an und haben eventuell hin und wieder mal ein paar Errors drin, wobei hier auch ein paar Errors vorkommen. Aber ja, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, dass hier ein paar Errors vorkommen können und sagen, okay, uns ist egal, welche Indizes wir haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Zahl doppelt haben oder dass wir eine mehrere Lösungen haben, ist klein genug sozusagen. Das akzeptieren wir hier einfach. Ich weiß, das ist jetzt unsauber, wir sind aber schon fast 15 Minuten drin. Und ich will euch auch noch ein bisschen Spaß lassen. Okay, was wir jetzt also machen ist, wir brauchen genau das hier. Das schreiben wir hier rein. Upsala. Genau, und dann sagen wir hier, Achtung, nicht auf Liste sorted arbeiten, sondern auf Liste.index und zwar I, J, H und L. So, und danach können wir eigentlich breaken. Break. Achso, wobei mir fällt gerade auf, wir müssten mehrere breaken. Dann machen wir das Ganze als innere Funktion. So, Sekunde, wir machen das so, dass wir hier for sum braucht keine Parameter. Ah, doch, braucht einen Parameter. Und zwar die Liste. So, dann rücken wir das alles eins ein und geben hier unsere Solution zurück.
Und jetzt sagen wir hier, das sollte eigentlich soweit passen, glaube ich. Jetzt sagen wir hier unsere Lösung. Solution ist gleich for sum über Liste. Cool. Ja, doch, passt soweit. Wahrscheinlich werde ich einen Fehler kriegen, weil ich mich irgendwo vertippt habe oder sowas und werde das jetzt einfach mal ausführen. Dazu würde ich euch jetzt allerdings mal wieder pausieren. Denn ihr wisst, das Ganze dauert seine Zeit, weil der Server natürlich auch echt viele Sachen hier machen muss. Und wir hören uns gleich wieder. Ah ja, da haben wir es schon. Ich habe hier natürlich mal wieder Bullshit gebaut, denn wir arbeiten ja hier auf den Indizes. Das heißt, wir brauchen hier nur i zu schreiben. J. Ups. H. Und L. Ach so, und da wir. Ah, verdammt. Okay, und da wir hier natürlich auf der sortierten Liste arbeiten, müssen wir das Ganze hier doch nochmal rückgängig machen. Und zwar müssen wir hier sagen, wir wollen natürlich Liste sorted von diesem Index hier finden, was natürlich auch nicht ganz so geil ist. Das braucht natürlich auch alles Performance. Wir wollen sozusagen das Element erstmal aus Liste sorted auslesen. Und wollen es dann finden in unserer Zielliste, was natürlich auch nochmal einiges an Laufzeit zwar braucht, aber ja, das ist leider wahrscheinlich dann doch nicht so. Ja, wir können es quasi nicht anders machen. Deswegen, ja, lasse ich euch nochmal kurz pausieren und dann hören wir es gleich wieder. So, und ja, jetzt haben wir hier folgendes. Ich habe folgendes jetzt mal gemacht. Ich habe einfach mal beide Lösungen ausgeben lassen, nämlich einmal die Lösung, die wir hier aus unserem, die wir wissen, dass sie funktioniert, und einmal diese Lösung hier, von der wir wissen, dass wir sie schneller machen können. Und wir sehen hier, das erste Mal wurde None ausgegeben. Das heißt, es hat tatsächlich keine Lösung gefunden. Was ein bisschen weird ist, weil es muss ja eine Lösung geben. Das Problem war hier, dass unsere Lösung hier, also unsere intelligente Lösung, dass die nicht klarkommt, wenn ein Element zweimal verwendet wird. Und hier wurden gleich zwei Elemente zweimal verwendet in der Summe drin. Was natürlich auch doof ist. Das heißt, damit muss man auch noch klarkommen. Sprich, wir können hier nicht einfach überspringen, können wir doch nicht machen. Schade drum. Aber ja, gut, das wissen wir jetzt. Und dann haben wir hier den nächsten Fall. Hier haben wir einfach komplett andere Zahlen. Wahrscheinlich, weil die Summe einfach tatsächlich sich so aufgeteilt hat, beziehungsweise dass man eben auch noch eine neue Summe finden kann. Hier haben wir genau denselben Fall wieder. Hier haben wir wieder den Fall, dass 1 doppelt verwendet wurde. Hier haben wir jetzt ausnahmsweise mal den Fall 0, 5, 6 und 4. 6, 5, 4 und 0. Das ist jetzt tatsächlich interessant hier, weil so funktioniert es. Also das würde uns hier auch einen Success geben, weil die Lösung auf dem Server, die ich geschrieben habe, der ist scheißegal, an welcher Stelle diese Indizes stehen, solange sie eben da sind. Selbiges haben wir hier. Ah, ne, halt nicht ganz. Ne, nicht ganz. Hier wurde 36 zweimal verwendet. Der hier hat 9 und 36 verwendet. Das heißt auch nochmal eine andere Lösung. Hier unten wieder mal der Fall, dass 1 dreimal sogar verwendet wurde. Da hat unser System hier wahrscheinlich oder natürlich wieder nichts gefunden. Und wir sehen aber auch, dass die Lösungszeit im Endeffekt größer ist. Ich meinte, was hatten wir vorhin gesagt? 0,1949 Sekunden. Hier haben wir jetzt 2,58 Sekunden. Wenn wir das abziehen, haben wir immer noch mehr als 2 Sekunden für diese For-Sum-Funktion-Lösung hier. Das heißt, das ist tatsächlich sogar langsamer, obwohl wir eigentlich gedacht haben, dass wir deutlich schneller damit sein sollten, was jetzt offensichtlich nicht so ganz der Fall ist. Ich weiß gar nicht genau, woran das jetzt liegt, aber ja. Also ich muss sagen, die Lösung hier unten ist für mich deutlich interessanter gewesen, weil, oder besser gewesen, weil erstens mal werden auch solche Sachen hier gefunden, ohne dass man jetzt solchen großen Murks hier machen muss. Und zweitens ist sie tatsächlich sogar schneller gewesen in der Performance hier, was ich nicht ganz verstehe, aber ja, ist so. Und ja, eure Aufgabe ist jetzt, ihr könnt von mir aus sehr gerne diese Funktion hier nochmal ein bisschen erweitern, dass die auch mit doppelten Lösung hier klarkommt oder mit dreifachen Lösungen klarkommt. Und ja, das war's dann von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn unsere zweite Lösung nicht ganz so funktioniert hat, wie wir es eigentlich wollten. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!